und Terzen und Quarten und Sechsen und all das. Also dieses Thema in die Problematik eines Komponisten zu versetzen, das war seine Idee, glaube ich. Aber darüber hinaus wollte er wahrscheinlich die Pianistik für seine Musik, die enorme Flexibilität und Leichtigkeit und Vielschichtigkeit der Klangfarben und die Benutzung des Pedals auch alles verlangt. Also er wollte wahrscheinlich dafür und vor allem die enorme Freiheit auf der Klaviatur verschaffen. Aber ob er das wirklich absichtlich gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, er war mit den Ideen besessen, diese rein banalen Ideen wie Terzen, die man so daraus etwas Schönes, eine schöne Musik daraus zu machen. Können Sie mal eine dieser schönen Stellen spielen? Achso, zum Beispiel eine Quarte. Das hört sich sehr östlich an. Ja, wenn das C in dem Fall die Hauptnote wäre, könnte man das so japanische Pentatonik bezeichnen. Jetzt mit zum Beispiel, das war eine von der japanischen Volksmusik. Aber da das Problem ist, in der Pentatonik weiß man nicht, wo die Hauptnote ist in dem Fall. So, da schwebt er nur so. Benutzt die Quarten. Auch hier sind lauter Quarten. But hier, aber da, er verschiebt übermäßig. Da ist er schon, dann kommt er in eine andere Position musikalisch, harmonisch. So, die eine Hälfte bleibt noch unten, die andere Hälfte ist schon in einer anderen. Ist das heimatlose Musik? Er fühlte sich scheinbar sehr französisch, besonders um 1915 herum, weil Krieg war und so weiter. Aber es ist keine heimatlose Musik, es ist eine sehr freie Musik. Rein musikologisch gesehen ist es, glaube ich, eine sehr freie Musik und unabhängige Musik. Die europäische Musik ist ja von der Diatonik, von der diatonischen Harmonik. Also von der worden. Tonleiter. Tonleiter und so. Das sieht man, was eben auf der weißen Taste ist, das ist C-Dur, nicht? Und man kann sie transponieren. Aber eben diese Kombination von Tönen und die Möglichkeit der Modulation durch diese Töne, also die Dur und das beherrschte doch die europäische Musik für eine lange Zeit. Also um 1900 waren ja so interessante Leute, Schönberg und die haben alle nach etwas Neuem gesucht. Und das Interessante bei Debussy ist, dass er nicht unbedingt ein neues System hat wieder erfinden müssen. Schönberg brauchte irgendwo ein System, woran er wirklich etwas aufbauen konnte. Das ist das Aufbauen, ist als Prinzip sehr deutsch. Debussy braucht nicht einmal aufzubauen. Er kann alles frei benutzen. Er gehört, also zum Beispiel so das Wichtigste an der Harmonik, an der alten Harmonik, ist, dass man das zu Hause hat. Tonika, wenn man zum Beispiel, wenn man in C-Dur ist, dass man wirklich, ob man im Stück dann zu F, also Fis-Moll oder irgendwohin geht oder nicht. Man muss, je weiter weg man gewesen ist, desto beruhigender oder desto mehr freut man sich auf zu Hause sozusagen und man kehrt endlich mal zur Tonika zurück. Debussy hat ja einmal gesagt, ich habe zu gleicher Zeit das Bedürfnis, irgendwo hinzufahren und Angst davor, abzureisen. Ist das ein Zustand der Unentschlossenheit bei Debussy im Leben wie in der Musik? Es ist nicht eine Unentschlossenheit, es ist eine Liebe für eine gewisse, für die Illusion sogar, frei zu sein.
Aber ich weiß nicht, ob es bei ihm die Illusion war. Musikalisch war das keine Illusion. Im Leben kann es gewesen sein. Und diese Liebe für diese, das Wissen, dass er eben nirgends hingehören braucht. Und nur anstandshalber, glaube ich, schreibt er noch Vorzeichen in seinen Stücken. Und das finde ich an für sich faszinierend. Also, das hätte ich von Debussy fast gar nicht mehr erwartet. Also ist, besonders nachdem ich an den Etüden gearbeitet habe, denke ich fast, dass es braucht er gar nicht. Aber anstandshalber tut er das. Und es gibt aber manche Stücke, zum Beispiel so Etüde für die Arpeggien. Hat solche Musik ausgerechnet, noch also und unbedingt Astor, da ist man ganz sicher. Hat solche Musik noch mit dem Leben Debussys zu tun? Schwer oder ist es nur ein Spiel? Sagen. Es ist sehr schwer zu sagen. Also mir kommt der Debussy zum Beispiel weniger persönlich in seiner Musik als zum Beispiel einer wie der Schubert. Schubert'sche Musik, obwohl Musik eben Musik ist, kann man mit seiner Persönlichkeit, seinem Menschen überhaupt nicht trennen. Es ist nicht, dass er im Kopf etwas ausgedacht hat. Das hat er bestimmt auch gemacht. Aber das kam irgendwie aus einem inneren Drang, Verlangen, fast einem körperlichen, emotionalen Verlangen. Können Sie dafür ein Beispiel geben? Nicht im Kopf ausgedacht. So was gibt es gar nicht. Da habe ich das Gefühl, dass das Innerliche, die Innerlichkeit, das kreiert hat. Bei Debussy sind es Ideen, intellektuelle Ideen, die ihn etwas zu tun treiben. Also ich finde, also, dass er so viel Freude dran hat, mit diesen Ideen zu spielen. Und das ist sehr 20. Jahrhundert auch. Oder macht er sich auch lustig über andere? Ah, er fängt ja die Etüden damit an, dass er sich über den Czerny lustig macht, den armen, großen Czerny. Und zwar fängt es so an. Das ist Czerny. So was gibt es von Czerny, nicht? Und genau so wie diese Sachen geben. Ach, mein Gott, ist das banal, es ist schrecklich. Und es ist so unschön irgendwie. Aber so fängt er an. Ein Student, ein Schüler, der brav, und er sagt, sagement. Also sowas gibt es gar nicht, dass ein Stück, also sagement gespielt werden soll. Das heißt, also weise. Oder brav. Eher brav in dem Fall, glaube ich. So, das arme Kind übt, hasst es. Aber das ist doch nicht. Das wäre schlimm. Das wäre hart, ja. Das wäre sehr hart und das würde irgendwie reinschneiden. Man kann zum Beispiel in dieser selben Etüde, also wo er hätte, anstatt von zwei, das viel härter wäre. Das ist viel offener. Da ist ein Bäh. Aber nicht wirklich mit einem Dolch ins Herz. Nicht? Aber so geht er weiter. Noch das Kind übt. Hat mehr und mehr. So. Also wie langweilig diese schlimmen fünf Noten sind und wie das Kind irgendwie so wirklich sagt, genug, jetzt mag ich nicht mehr. Aber dann die Fantasie geht weiter und aus all diesen, das wird eine Fantasiewelt und dann am Ende
Beispiel das. Wenn das bei Mozart zum Beispiel passieren sollte, das wäre so grauenhaft. Aber das ist überhaupt nicht grauenhaft. Es ist nur interessant. Voll von Freude eigentlich. Also er spielt im Prinzip mit diesen fünf Fingern. Er spielt mit fünf Fingern. Er fantasiert und er findet eine Welt. Er findet eine Welt von sich langweilen mit diesen fünf Noten. Mhm. Da die fünf Noten, als ob die plötzlich übernehmen und plötzlich eine Spielwelt machen würden. Nun sagt ja der große Dirigent und Komponist Pierre Boulez, ein Landsmann von Debussy, er sagt, dass Debussy der einzige universelle Musiker Frankreichs im 19. und 20. Jahrhundert gewesen sei. Ein großes Wort. Ja, ich glaube, er ist doch der stärkste von allem. Dieser Reichtum von Ideen in den Etüden, also was da alles steckt, ist unwahrscheinlich. Da mischt er alles hinein und wirft so in die Luft. Und das bleibt dann, das macht etwas Schönes.